2012 wurde bereits der 4. Sozialpreis der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen. Ein großes Dankeschön für die vielen helfenden Hände. Menschen, die über einen sehr langen Zeitraum sich in den verschiedensten Bereichen für Mitmenschen einsetzen, für Menschen, die Unterstützung brauchen, für Menschen, die in verzweifelten Lebenslagen sind, die einfach diesen Rückenwind brauchen. Und diejenigen haben wir vor den Vorhang geholt, ob es Sozialorganisationen sind. Oder einzelne Persönlichkeiten, die ihre Kraft dem Nächsten widmen. Der Klagenfurter Bürgermeister ist seit 2001 auch Referent für die Freiwillige Feuerwehr. Und da habe ich natürlich hautnah zu spüren bekommen, welche Leistungen hier erbracht werden, wie viel Freizeit hier investiert wird, wie man mit den Gedanken dabei ist, immer auch anderen helfen zu können. Und das ist keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Und ohne diese Träger der Gesellschaft würde dieses System nicht funktionieren. Helfende Hände, ein Fest der Mitmenschlichkeit. Es wurde sichtbar, wie viele Menschen es in Klagenfurt gibt, die helfen. Menschen, die auf die Schattenseite des Lebens gerutscht sind. Und es gibt auch viele Menschen, die wir heute mit dem Sonderpreis geehrt haben, die aus den Bausteinen, die ihnen das Schicksal in ihrem Leben angerichtet hat, etwas Gutes für sich und für andere machen. Der erste Platz des Klagenfurter Sozialpreises ging an das Projekt Talita, das es bereits seit 2009 gibt. Ist entstanden aus einer Initiative von Studenten der Fachhochschule Villach, die eine Arbeit machen mussten und ein Projekt entwickeln, gibt es Menschenhandel in Kärnten. Und sie haben festgestellt, ja, es gibt gehandelte Menschen in Kärnten, aber es gibt keine Betreuungseinrichtung. Meistens sind es Frauen, weil es hauptsächlich auch Leute sind, die in die Zwangsprostitution gehandelt worden sind. Kommen zu mir erst über die Polizei, war es früher, oder über andere NGOs. Mittlerweile ist es so, dass ich ganz viele Selbstmelder habe. Das heißt, es gibt Frauen, die irgendwie Hilfe erfahren haben und die dann ihre Kolleginnen mitbringen. Auch bei diesem Projekt ist man auf die Hilfe anderer angewiesen. Neben zahlreichen Sonderpreisen wurden an diesem Abend 3 zweite Plätze vergeben. Einer an das Kärntner Hilfswerk. Hilfswerk Lade ist aus dem Bereich entstanden, dass immer mehr Menschen kommen und eben mit dem Haushaltsbudget nicht mehr zurechtkommen und eben nach Lebensmitteln fragen. So ging man mit einem Lebensmittelmarkt eine Kooperation ein. Und holen dort die Lebensmittel, die eben übrig geblieben sind, und richten diese Lebensmittel für diese Menschen her. Bis zum nächsten Jahr werden wiederum zahlreiche helfende Hände jede Menge zu tun haben.